Moin, ich bin Tillmann von der Radlbande. Es ist mal wieder Update-Zeit zu dem 2019er Urban Arrow Family. Denn das hier hinter mir ist das wahrscheinlich einzige Single-Speed Urban Arrow auf diesem Planeten. Und in diesem Video wollen wir mal klären, warum das so ist und wie sich das Gerät fährt. Vor einigen Wochen hat das Urban Arrow angefangen, merkwürdige Brunftgeräusche von sich zu geben. Geräusche, die ich vorher noch nie gehört hatte. Und nicht mehr so richtig zu funktionieren. Dann habe ich überlegt, wie mache ich das jetzt am besten? Das Problem ist, mein Händler sitzt in Berlin, ich, wie ihr wisst, in Lübeck. Das ist eine Strecke und das ist nicht mal schnell erledigt, da das Fahrrad hinzubringen. Deswegen habe ich mir überlegt, wie könnte ich denn herausfinden, ob es der Motor oder ob es die Enviolo ist? Also wenn vorne der Antrieb ist und hinten die Schaltung, dann muss man irgendwie eins von beiden ausschalten, um zu sehen, was kaputt ist. Wenn ich den Motor ausgeschaltet hätte und hinten die Enviolo weitergelaufen wäre und es dann still gewesen wäre, dann wäre der Motor kaputt. Wenn es allerdings der Motor laufen würde und ich die Schaltung ausgetauscht hätte und es dann still wäre, dann wäre die Schaltung kaputt. Ich hatte ein altes 26 Zoll Mountainbike-Hinterrad mit einer 7-Fach-Kassette, das in den Hinterbau vom Urban Arrow gesteckt. Losgefahren, Motor funktioniert nicht. Aber natürlich, der Bosch-Motor braucht so einen kleinen Magneten am Hinterrad, um die Geschwindigkeit zu ermitteln. Den kleinen Magneten dran gebaut und dann hat der Motor auch funktioniert und zwar geräuschlos. Also das Einzige, was Geräusche gemacht hat, war die schräg verlaufende Kette von dem nicht so hundertprozentig passenden Hinterrad. Aber es hat gereicht, um herauszufinden, dass eben nicht der Motor kaputt ist, sondern die Enviolo. Zum Glück ist das Fahrrad jetzt gerade mal 1,5 Jahre alt, also noch innerhalb des Garantiezeitraums, zumindest innerhalb des Garantiezeitraums von Enviolo. Und Enviolo tauscht innerhalb von 2 Jahren diese Teile in der Regel anstandslos um, weil sie sich auch in der Regel nicht oder nur schwerlich reparieren lassen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was da kaputt ist. Die Geräusche habe ich ja eben eingefügt. Dann vielleicht könnt ihr euch einen Reim draus machen. Vielleicht, wenn ihr auch mal einen Defekt mit der Enviolo hattet, dann könnt ihr mir sagen, was es ist. Nun hatte ich Glück, dass es innerhalb der ersten 2 Jahre passiert ist. Wenn es nach dem Garantiezeitraum passiert wäre, dann hätte ich eine gute Versicherung gebraucht. Und da kommt Helden.de ins Spiel. Helden.de ist ein Partner von diesem Kanal und bei Helden.de bekommt ihr eine Fahrradvollkaskoversicherung, die auch für solche Schäden aufkommt, zumindest im Laufe des Lebens, des Fahrradlebens anteilig und ihr dann wesentlich weniger Sorgen haben müsst, wenn doch mal was am Fahrrad kaputt geht. Geht mal unten auf den Link, den ich in die Beschreibung geschrieben habe oder nutzt den Code RBND4, um dauerhaft einen Monatsbeitrag auf jedes Versicherungsprodukt von Helden.de zu sparen. Ja, jetzt war also meine Schaltung kaputt, was total toll ist, direkt vorm Himmelfahrtswochenende. Und da war auch dann niemand da, der irgendwie mal kurzfristig eine Enviolo beschaffen konnte. Vor allem, weil das ja sowieso ein Garantiefall ist. Also, ich als 2 Semester studierter, nicht mal Halbingenieur, habe mir dann überlegt, was könnte ich als Alternative machen. Und ich hatte ja schon die Idee, da einfach irgendein anderes Hinterrad reinzubauen, aber das wäre natürlich nicht gegangen, weil das hatte keine Scheibenbremsaufnahme. Also wäre ich nur mit der Vorderbremse irgendwo hätte bremsen müssen. Und wie das aussieht, das seht ihr in dem Video, das ich euch jetzt mal hier oben verlinke, wenn man nur mit vorne bremst. Da war zum Glück Fahrradhandlung Willard, bei dem ich mein aktuelles Testrad abgeholt habe. Er hatte noch einen kompletten 26 Zoll Mountainbike-Laufradsatz da. Bevor wir aber auf den Single-Speed-Modus des Urban Arrow Family eingehen, wollte ich mal ganz kurz noch mal einen allgemeinen Überblick darüber geben, wie das Fahrrad den Winter überstanden hat. Und eine Sache ist ganz wichtig, macht es nicht wie ich, sondern kümmert euch regelmäßig um euer Fahrrad, um euer Lastenrad. Ich bin echt ein fauler Hund. Beim letzten Mal hatte ich euch ja die brandneue Lenkstangführung präsentiert. Und die ist auch nach wie vor super, hält die Lenkung sehr gut in der Spur und sorgt auch dafür, dass das Vorderrad nicht irgendwo dagegen schrappt. Aber es sorgt trotzdem oder es verhindert trotzdem nicht, dass es hier unten teilweise kräftig anfängt zu rosten. Das Problem ist jetzt natürlich, wir hatten vorher diese Schlaufe und jetzt diese Auflagefläche und deswegen hat es hier an der Seite kräftig angefangen zu rosten. Hier in der Mitte ist es immer noch blank und schier, also da, wo es auf dieser Fläche aufliegt, aber hier an der Seite hat es kräftig angefangen zu rosten und das ist natürlich echt hässlich. Dann hatten wir auch ein neues Vorderrad und ein neues Hinterrad montiert, wobei jetzt das Hinterrad natürlich durch den Single-Speed-Umbau wieder ein anderes ist.
Der Schwalbe Pickup ist ein hervorragender Reifen. Ich habe ein ganzes Video darüber gemacht. Das verlinke ich euch jetzt auch noch mal oben. Dann hier unten kann man ganz gut sehen, was passiert, wenn man sich nicht drum kümmert. Das ist alles ziemlich dreckig, ziemlich verschlackt. Ansonsten aber insgesamt sind alle Ergänzungen, alles, was wir daran vorgenommen haben und auch die Fahrt, immer hervorragend gewesen. Überhaupt kein Problem. Eine Sache ist uns aber beim Raincover Plus auch nochmal aufgefallen. Das hier ist jetzt das neue Raincover, das ich von Urban Aero zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und ein Feature zeige ich euch und ein Problem. Das Feature ist hier, dass sich diese Tür beim Ein- und Aussteigen so offen halten lässt. Das haben wir erst vor kurzem herausgefunden, weil hier auf der Außenseite ist ein Klettstreifen, und zwar die raue Seite des Kletts, so fokussiert. Und da kann man hervorragend einfach hier gegenkletten. Und schon bleibt die Tür an Ort und Stelle und man muss sie nicht aufrollen und sie fällt auch nicht ständig nach unten. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch schon das erste Problem hier mit dem Regenverdeck. Das kann mal passieren. Müsstet, wenn ihr das Raincover Plus habt, auch mal darauf achten, ob diese Stelle ebenso belastet ist wie bei uns. Denn hier ist dann die Naht aufgegangen. Wir sind natürlich jeden Tag mit dem Rad unterwegs und da können solche Mängel schon mal entstehen. Ich denke mal, dass wir jetzt einfach das wieder ein bisschen zunähen werden und die Naht an dieser Stelle so ein bisschen verstärken werden. Aber ich denke mal, wenn ihr das neue Regencover habt, dann werft man einen besonderen Blick da drauf. So, und dann jetzt nochmal zur Einordnung. Dieses Fahrrad hat jetzt 2730 Kilometer runter. Das ist für anderthalb Jahre nicht besonders viel. Aber ihr müsst auch überlegen, wir haben immer wieder Testräder. Und meine Frau war zwischendurch hochschwanger, hat ein Kind bekommen. Und dadurch ist die Kilometerlaufleistung natürlich nicht ganz so riesig wie bei einigen Power-Usern unter euch. Gehen wir jetzt aber mal auf das Corpus Delicti ein. Ja, auf den ersten Blick sieht man schon, wie viel aufgeräumter, wie viel leerer das aussieht auch irgendwie und wie viel leichter das aussieht. Und es sieht nicht nur leichter aus, die ganze Geschichte hier mit der Mountainbike-Felge ist gut und gerne 2 Kilo leichter als die Enviolo mit der breiteren Felge, mit den stabileren Speichen. Also dieses Laufrad hält nicht ganz so viel aus wahrscheinlich wie das Laufrad, das da vorher drin war. Aber es wird jetzt für die nächsten Wochen, oder ich hoffe, dass es nicht ganz so lange dauert, es wird aber definitiv reichen. Hier auf der Außenseite könnt ihr immer noch sehen, da laufen die Züge von der Enviolo entlang. Die haben wir auch dran gelassen, weil wenn ich nachher die Enviolo wieder dran baue, habe ich keine Lust, hier irgendwelche Grubenarbeiten oder Kanalarbeiten zu erledigen, nur um die Züge hier wieder durchzubekommen. Deswegen hängen die so ein bisschen lustig in der Gegend rum, aber hat auch bisher nicht gestört. Viele Worte, wenig zu sehen, denn hier ist tatsächlich jetzt die einfache Narbe, ein Freilaufkörper. Shimano Freilaufkörper und ein Single-Speed-Umbausatz drauf. Und zwar verlinke ich euch die Teile unten in der Beschreibung. Hier ist ein 20er Ritzel drauf, weil das 20er Ritzel ist meines Wissens auch das, oder das ist die gleiche Größe wie das Ritzel der Enviolo. Das heißt, man hat den Vorteil, dass man das Pendant zur mittleren Übersetzung bei der Enviolo hat. Aber es wäre auch möglich, ein größeres oder ein kleineres zu verbauen. Der Vorteil allerdings an dem Ritzel, das genau gleich groß ist, ist natürlich, dass man hier nicht mit der Kettenspannung noch groß rumspielen muss, sondern dass das quasi Plug and Play funktioniert. Und mit so einem Umbausatz bekommt man dann auch die Kettenlinie ganz gut hin. Und hier kann man das sehen, also die ist nicht hundertprozentig gerade, glaube ich, aber doch schon sehr, sehr gut. Ich könnte jetzt hier sogar noch den Chain Glider montieren, aber das fand ich dann doch ein bisschen, also braucht man nicht unbedingt machen, ne? Bremsenmäßig, und da ist das Schöne, dass im Fahrradbereich das meiste normiert ist, habe ich einfach die Bremsscheibe von der Enviolo abgebaut und hier an diese Narbe dran gebaut. Das war richtig einfach. Ich habe mir vorgestellt, dass es da irgendwie mehr Probleme gibt. Das einzige Problem, was ich festgestellt habe, die Bremsscheibe scheint vielleicht einen halben Millimeter weiter links zu sitzen. Kann man das hier, ich glaube, das kann man hier gut sehen. Also die sitzt sehr, sehr nah hier am Rahmen und hat auch schon für die ein oder andere Schleifspur gesorgt. Ihr könnt das hier auf der anderen Seite sehen. Genau da. Also da schleift die Bremsscheibe am Rahmen. Ja, ist nicht schön, aber da kann ja nichts rosten, weil der Rahmen des Urban Aero
ja nun aus Aluminium besteht. Ja, und gehalten wird der ganze Spaß von einem 30 Jahre alten Schnellspanner, den ich von meinem GT-Mountainbike noch habe. Und der macht seinen Job auch ganz gut. Und ich schätze auch mal, dass da kaum jemand auf die Idee kommen wird, aus einem Urban Arrow ein Single-Speed-Laufrad zu klauen. Und wenn doch, dann sollte der Bewegungssensor, der hier drin ist, ganz gute Arbeit leisten. Aber das sage ich nicht zu laut. Man weiß nie, wer zuhört. So, erste Erfahrung mit der Kombination. Es funktioniert erstaunlich gut. Mit dem Fahrrad muss ja größtenteils meine Frau fahren. Und sie ist davon nicht unbedingt begeistert, aber es fährt sich auch für sie sehr gut. Auch wenn da zwei Kinder vorne drin sitzen, wenn das Rad also relativ schwer beladen ist. Und wir werden gleich natürlich mal sehen, wie sich das aufs Fahren auswirkt und welche Veränderungen man im Grunde auch im Kopf machen muss, wenn man Single Speed unterwegs ist. Ein Riesenunterschied, der uns aufgefallen ist, ist aber die Effizienz. Denn der Motor muss jetzt natürlich mehr arbeiten. Besonders beim Anfahren, das sehen wir gleich noch. Aber dadurch, dass die Hinterradnabe quasi null Reibungsverluste hat, also in der Enviolo sind ja sich in einem Ölbad wälzende Kugeln drin, das ist halt hier in dem Single-Speed-Laufrad überhaupt nicht. Deswegen, wenn man erstmal auf Geschwindigkeit gekommen ist, ist das Ganze super effizient und wir kriegen locker nochmal so 6-7 Kilometer mehr Reichweite raus, als wir auch nach dem Umbau auf die Schwalbe Pickup-Reifen hatten. Also 45 Kilometer in der Stadt jetzt, überhaupt kein Problem. So, wir setzen uns jetzt mal aufs Rad und fahren mal eine Runde. So, jetzt schon die ersten Meter, fällt auf. Ich bin jetzt im Sportmodus und es ist überhaupt kein Problem. Also der Motor übernimmt das meiste der Arbeit. Ich habe jetzt natürlich ein leeres Fahrrad, aber der Unterschied zu einem vollen Fahrrad ist nicht allzu groß. Besonders oder zumindest nicht dann, wenn man im Flachen unterwegs ist. So, und wenn man vorher mit dem Fahrrad eigentlich immer mit Schaltung oder mit Enviolo gefahren ist, dann ist das einfach drin, dass man hier unten drehen möchte, dass man das irgendwie verändern möchte, die Übersetzung. Wir fahren jetzt gleich mal ganz kurz in den Drägerpark, weil da gibt es eine Steigung, die ist so die krasseste in ganz Lübeck. Da werdet ihr Alpenbewohner wahrscheinlich euch am Kopf kratzen oder auch die in Flensburg, die werden sagen, das ist doch keine Steigung. Vorbei am Testzentrum hier in Lübeck. Die Leute stehen sich hier in ihren Autos die Reifen platt. So, und jetzt hier bei 22 km/h ist das sehr angenehm zu fahren. Überhaupt kein Problem. Auch bei 17, 18 km/h reicht die Übersetzung. Also das ist eine sehr angenehme Übersetzung, muss ich sagen. Ich bekomme jetzt hier natürlich keine Gleichmäßigkeit rein durch diese Rumpelstrecke. So, jetzt müssen wir umdrehen und dann schnellstmöglich hier hoch. Also beim Anfahren ist es natürlich ein bisschen schwierig. Erstmal mit nicht zu viel Druck hier hoch, sondern den Motor machen lassen. Ja, ich würde mal sagen, gerade so. Also wenn hier dann noch Beladung vorne drin ist oder die Steigung länger geht, dann dürfte das die ganze Single-Speed-Konstruktion doch vor gewaltige Schwierigkeiten stellen. Da muss man also als Fahrer dann entweder besonders stark reintreten oder schieben. Bei jedem Anfahrvorgang muss man den Motor sehr viel der Arbeit übernehmen lassen. So, man fängt mit einer sehr langsamen Trittfrequenz an, man kann nicht schnell beschleunigen, muss dann selber ein bisschen mehr arbeiten und dann so bei 15 km/h fängt der Motor an, richtig gut mitzumachen, weil der natürlich auch erstmal eine gewisse Umdrehung braucht, um wirklich gut arbeiten zu können durch die innere Übersetzung bzw. die innere Untersetzung bei unserem Motor. Das könnte bei dem neuen Motor schon noch ein bisschen was anderes sein. Aber sobald es in Fahrt ist, ist die Übersetzung sehr angenehm. Sie ist sportlich angenehm. Also jetzt bei 25 km/h, die haben wir jetzt erreicht, habe ich so eine Trittfrequenz von etwa 80 bis 85 Umdrehungen pro Minute. Ich muss tatsächlich sagen, das ist ein sehr angenehmes Fahrgefühl und unterscheidet sich auch nicht unbedingt groß von dem mit der Enviolo, nur dass halt die Akkuanzeige bei dem Intuvia-Display deutlich langsamer runtergeht. Und dadurch, dass man gezwungen ist, schneller zu treten, ist natürlich auch die Gesamteffizienz etwas besser. Wobei es jetzt schon auf Dauer auch etwas ungewöhnlich ist, mit dem Urban Arrow so schnell zu treten. Normalerweise habe ich bei dem Urban Arrow dann auch eine etwas
sanftere, eine etwas geringere Trittfrequenz, wenn ich damit unterwegs bin, einfach weil der Motor so viel übernimmt. Also fahren wir rein. Ja, und bei solchen Sachen, es funktioniert gut. Das halten wir mal so fest. So, das ist das Update zum Single Speed Urban Arrow. Und ich muss sagen, das funktioniert richtig gut. Wenn man die mittlere Übersetzung der Enviolo nimmt, dann hat man untenrum genug Bums und obenrum tritt man sich auch nicht zu Tode, wenn man die 25 km/h voll ausnutzt. Wenn man im Alltag sowieso etwas langsamer unterwegs ist, dann hat man auch eine sehr angenehme Trittfrequenz, selbst wenn man nicht irgendwie aus dem Radsport kommt. Der gesamte Spaß sieht da doch noch sehr aufgeräumt aus, wie ich finde. Also das sieht echt schick aus, dass da nicht so eine riesen Narbe hinten drin ist, sondern das macht das Ganze etwas luftiger. Es ist trotzdem natürlich keine Dauerlösung. Meine Frau kommt damit sehr gut klar, aber wenn sie dann irgendwo mit zwei Kindern anfahren muss, dann ist es schon manchmal ganz schön schwierig, besonders wenn es dann noch ein bisschen bergauf geht. Aber diese Single-Speed-Lösung ist eine echt gute Alternative zum entweder gar nicht fahren oder mit normalem Fahrrad und Anhänger fahren, weil das Lastenrad trotzdem hundertprozentig funktioniert, bremst, die Kinder transportieren kann und der Motor ist auch, wie gesagt, kräftig genug. Das dürfte auch bei den meisten anderen elektrifizierten Lastenrädern eben funktionieren, wenn mal die Enviolo die Biege macht. So, was ist eure Meinung zu diesem Umbau? Was habt ihr gemacht, als die Enviolo an eurem Fahrrad die Biege gemacht habt? Habt ihr auch auf Single Speed umgerüstet? Habt ihr auf Roll-Off eventuell aufgerüstet? Oder war euch das alles egal und ihr habt das Lastenradfahren sein lassen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.